Hallo und recht herzlich willkommen und zwar zu Subway Sim Hamburg. Einer neuen Simulation aus der beliebten Hansestadt in Hamburg. Das Ganze erscheint am 16.05. Wir werfen heute schon mal vorab einen dementsprechenden Blick hier auf die neue Simulation aus dem Hause HR Anyways, die ihr eigentlich kennt aus dem Winterresort Simulator, ne? Winterresort Simulator 2. Und die haben sie jetzt quasi sich mit der Stadt Hamburg beschäftigt. Und der Linie U3 aus der beliebten Hansestadt mit sehr, sehr vielen Sehenswürdigkeiten. Und das Ganze erscheint am 16.05. Link wie immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auf eure Wunschliste setzen. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Das heißt, wir können auf der Ringlinie unterwegs sein. Einstellungen habe ich soweit schon mal vorgenommen. Ich habe schon mal so ein paar kleine Fahrten gemacht, um das Ganze ein bisschen zu checken. Grafik auch dementsprechend eingestellt, Sounds und so weiter. Und wir haben dementsprechend in der Release-Version, die dann bald erscheinen wird, also in der nächsten Woche, einmal einen Fahrplanmodus. Das ist eher so der Standardmodus, ne, wo man einfach mal von A nach B fahren kann, oder den Expertenmodus. Den schauen wir uns heute Abend im Livestream an. Schaut gerne mal vorbei, da werden wir auch nochmal eine Folge hierfür aufnehmen und in Kürze werden dann auch Szenarios verfügbar sein. Zum Release denke ich mal eher nicht, so die Info, die ich jetzt bekommen habe, aber das wird dann auf jeden Fall nach und nach immer noch erweitert und ich würde sagen, wir starten einfach mal hier, wählen mal einen Fahrplan aus. Wir haben verschiedene Fahrten und Ziele, die wir auswählen können. Auch verschiedene Uhrzeiten, die wir auswählen können. Wir können von Barmbek losfahren, Wandsbek-Gartenstadt, von der Saarlandstraße. Oder halt direkt in Barmbek starten. Das heißt, wir können hier verschiedene Fahrten durchführen, die wir machen können. Mitgeliefert wird auch der Triebwagen DT5, ne, von der Hamburger Hochbahn. Der auch in Doppeltraktion, wie er es ursprünglich auf den Linien genutzt wird, auch quasi eingestellt werden könnte. Das könnt ihr alles konfigurieren, ne? Ist auf jeden Fall Spielspaß, ich sag mal so 46 Minuten, wenn ihr die komplette Strecke abfahrt. Wir werden uns heute mit einem kleinen Streckenteil beschäftigen, werden dann noch mal eine weitere Folge machen. Ich denke, da wird es auch noch mal ein Interview dazu geben in den nächsten Tagen mit dem Max, ne, von HR Anyways. Der uns da auch noch mal ein bisschen den Expertenmodus erklärt. Auf jeden Fall, schauen wir da auf jeden Fall mal rein. Ne, viele Features, viele Sehenswürdigkeiten, Elbphilharmonie, Landungsbrücken, also richtig viele Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Der Michel darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Strecke hier, gehen auf Weiter und dann können wir hier jetzt diverse Strecken dementsprechend auswählen. Wir nehmen mal eine komplette Linie, würde ich jetzt sagen. Wir fahren mal so wann fahren wir denn mal los hier? 9.36 Uhr nach Barmbek. Ne? Gehen wir mal rein hier. Dann können wir auswählen einmal die den Standardtriebwerkswagen in der Einzel-, in der Solo-Variante oder in der Doppelvariante, so wie er auch immer fährt. Wettereinstellungsmöglichkeiten gibt es aktuell noch, gibt es hier auch. Das heißt, wir können hier Sunny, Cloudy. Ich denke, da wird dann auch irgendwann vielleicht nochmal eine Erweiterung kommen. Schauen wir uns das einfach mal an. Wir gehen rein. Da sehen wir es auch schon. Ne? Die Landungsbrücke im Hintergrund, Elbphilharmonie, Michel und viele weitere Sehenswürdigkeiten. Das heißt, wir fahren heute hier auf jeden Fall auf der Linie U3 und werden uns das Ganze mal anschauen. Heute fährst du einen regulären Hochbahnzug. Achte darauf, an den Bahnsteigen zu halten und so weiter und so fort. Ne? Immer die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, keine roten Signale zu überfahren. Weitere Informationen erhältst du dementsprechend in der unteren Ecke des Bildschirms. So, das hier ist quasi der Zug. Wir können ja auch interagieren. Das heißt, wir können hier natürlich auch durchlaufen. Ne? Wir haben natürlich auch die Anzeigen hier mit dabei. Wir können mal kurz auch einmal aussteigen, wenn wir das möchten. Wir interagieren mal. Gut, machen die Tür mal komplett auf und sind jetzt hier, an dem ersten Halt. Ne? Da sehen wir es. Wir fahren jetzt hier gleich los. Eine Zugzielanzeige wird, denke ich mal, auch noch angepasst werden. Und viele weitere Dinge. Und wir setzen jetzt unsere Fahrt quasi fort. Es ist grün. Ne? Wir steigen hier ein. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Bahn. Richtung Schlumpf fahren wir. Wir sind in Wandsbek-Gartenstadt. Und werden dann einfach mal jetzt hier unsere Runden quasi beginnen. Wir können interagieren. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier auch alles manuell bedienen. Wir nehmen erstmal Platz auf unserem Fahr.
ja, Fahrersitz und fahren dann einfach mal los. Beziehungsweise haben wir irgendwelche Fahrgäste hier? Ich guck mal, die rein wollen. Ja, da kommen schon ein paar. Da können wir nämlich mal die Türen freigeben. Wir haben mit F1 auch auf jeden Fall hier nochmal die Erläuterung. Für Leute, die Trainsim World kennen zum Beispiel oder Trainsim, den Train Simulator, kennen die Steuerung durchaus. Unreal 5 Engine ist hier mit verbaut. Man kann viele Sachen hier auch steuern. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Das heißt, wir werden die Türen erstmal auf der rechten Seite freigeben. Das heißt, wir nutzen jetzt einfach mal hier die Taste 9 und können auch zentral die Türen natürlich auch öffnen mit der 8 und können uns das Ganze dann auch anschauen, ne? Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los, machen den ganzen Spaß einmal zu. Da seht ihr auch, die Anzeigen sind auch digital hier, ne? Das heißt, man kann hier auch verschiedene Sachen einstellen. Im Expertenmodus kann ich euch auch empfehlen. Da gucken wir in den nächsten Folgen, wie gesagt, mal rein. Wir fahren jetzt einfach mal hier los. 80 km/h dürfen wir fahren. Haben natürlich auch Ansagen mit verbaut. Das heißt, wir können jetzt hier auch Außenansagen schalten. Nächster Halt, Habichtstraße. So, Habichtstraße, ne? Wir fahren mal los hier. Durch die wunderschöne Hansestadt Hamburg. Ne? Ich kenne die Strecke auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn ich war in den letzten 2 Jahren auch in Hamburg gewesen und kann da das ein oder andere auch ein bisschen zu erzählen und kann auch bestätigen, ich bin die Strecke schon mal vorab gefahren, dass das Ganze schon sehr, sehr realitätsnah umgesetzt wird und umgesetzt wurde. Ne? Wichtig eins vorab, es ist hier noch eine Vorabversion, die wir hier erhalten haben, um euch das zu zeigen. Kann sich natürlich immer noch ein bisschen was ändern. Im Laufe dessen, Bedienung ist relativ simpel und einfach. Mit A und D, ja, gibt er halt, ja, Gas oder bremst halt dementsprechend. Und wir fahren jetzt zu unserem nächsten Halt und können natürlich dann auch hier, ja, die schöne, schöne, ja, Fahrt Richtung Schlump auf jeden Fall uns auch anschauen, ne? Ich habe alles auf episch gestellt, also alles auf Maximum. Da haben wir den Halt, wir können mal ein bisschen bremsen. Und was ich gemerkt habe, ist, ich hoffe, wir treffen jetzt den Bremspunkt hier, dass auf jeden Fall die Züge oder die Bahnen hier definitiv immer sehr, sehr schnell einfahren und dann auch sehr hart bremsen. Das ist zu mir aufgefallen, da habe ich den Haltepunkt, ich roll noch mal ein bisschen weiter. So, das heißt, wir können natürlich jetzt auch hier rechte Maustaste drücken, die Tür freigeben, ne, auf der linken Seite. Da steigen dann jetzt auch die Leute ein. Wir können auch zentral öffnen, wenn wir das möchten. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Wir werden es dann auch sehen, wenn wir die jeweiligen anderen Haltestellen dann soweit auch alle erreichen. Wir können natürlich hier auch diverse Sachen noch bedienen. Wir können die Tür komplett freigeben oder eben halt auch schließen. Ja, das heißt, hier schließen wir dann jetzt langsam die Türen. Und setzen unsere Fahrt fort zum nächsten Halt. So, dann würde ich sagen, Attacke, weiter geht's. So, 80 dürfen wir fahren. Ne, ihr seht auch unten rechts nochmal die Erklärung hier. Nächster Halt, Barmbek. Ja, Barmbek. Ausstieg rechts. Genau, Ansagen sind natürlich auch die originalen Ansagen verbaut. Ihr könnt auch hier dementsprechend Sachen bedienen. In dem Fahrplanmodus, wo wir jetzt hier unterwegs sind, eher nicht. Das heißt, wenn ihr die Herausforderung sucht, ne, müsst ihr natürlich ein bisschen darauf achten, dass ihr gewisse Sachen aufrüstet. Wie gesagt, da gibt es in den nächsten Tagen dann auch nochmal eine Folge dazu. Und in 50, ja, in so knapp 300 Metern, gehen wir runter auf 50. Wir bremsen schon mal ein bisschen an hier. Kommt nämlich so eine langsame Fahrstrecke. Da seht ihr auch, ne, könnt ihr natürlich auch ohne dieses, diesen HUD quasi fahren, wenn ihr das möchtet, wenn ihr euch da auskennt, mit der Beschilderung. Da gibt es auch nochmal eine Dokumentation dazu. Ihr könnt, ja, diverse dementsprechende Sehenswürdigkeiten befahren. Ihr könnt kompletten Fahrplan fahren. Ihr könnt auch dementsprechend dort im Fahrplanmodus, ja, einfach, ja, ein bisschen Sightseeing machen, ne? Ist auf jeden Fall recht schön gemacht, das Ganze. Und ihr könnt auch direkt quasi in einem Tunnel anfahren im Expertenmodus. Habt diverse Möglichkeiten hier, die ihr dort einstellen könnt. Auf jeden Fall sehr, sehr viel zu sehen und sehr, sehr detailreich.
das Ganze hier auch, die Hochbahn, sehr, sehr schön modelliert. Wir müssen mal ein bisschen abbremsen. Hier geht es nämlich bergab. Da kommen wir gleich zu unserem nächsten Halt. So. Wichtig ist, bis Ende immer ranfahren. Zu kurz gefahren. So, da warten auch schon die nächsten Fahrgäste hier. Beim nächsten Halt in Barmbek. Und wir rollen jetzt hier mal so langsam rein. Ne? Seht ihr auch die ganzen Markierungen hier. Wir halten vorne an dem Haltepunkt. Das ist das H, was ihr unten habt. Ja, ein bisschen drüber gefahren, glaube ich. Ne? So, rechte Maustaste könnt ihr dann drücken. Da könnt ihr die Tür wieder freigeben. Die Leute steigen da ein. Ne? Wir gucken uns immer mal ein bisschen um. Wir haben natürlich auch KI-Verkehr hier verbaut. Ne? Was auch sehr schön ist. Das heißt, ihr habt Gegenläufer. Ihr könnt auch zusätzlich dann noch als Verstärker fahren. Ne? Der 5-Minuten-Takt ist auf jeden Fall auch da gegeben, wie man ihn kennt aus der Hansestadt. Und hier im Display, guck mal, jetzt sehen wir hier, dass die Tür freigegeben sind. Ne? Sonderansagen können wir hier noch schalten. Das heißt, Ausstieg links. Ne? Hier können wir auch dementsprechend reingehen. Es gibt Kehrgleise und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr schick umgesetzt auch hier. Ne, wir könnten mal eigentlich mal die Tür mal schließen. Warte mal, dann machen wir mal eben kurz. Die Fahrgäste uns hier nicht hier. Ne? So. Zack. Wir nehmen wieder Platz. Und ja, machen die Türen dementsprechend mal zu. Das heißt, die Türfreigabe geht raus. Und dann setzen wir unsere Fahrt fort. Ne, ihr seht ja dann auch die Anzeigen. Uhrzeit. Das Verfahren und so weiter. Nächster Halt, Denheide. Ausstieg rechts. Da sind wir ein bisschen schnell. Denheide sind wir jetzt. Das heißt, wir werden heute hier die ganze Linie fahren und werden dann beim nächsten Mal werden wir uns den Expertenmodus anschauen. Oder ihr schaut heute Abend im Livestream rein. Da habt ihr das 50er-Schild und jetzt können wir wieder beschleunigen. Gleich sogar hoch bis 60. Muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, aber die Steuerung ist relativ simpel und einfach gehalten. Und es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß hier durch Hamburg mit der Hamburger Hochbahn auf der Linie U3, quasi der sogenannten Ringlinie, unterwegs zu sein. Aber wir sind zu schnell, da müssen wir ein bisschen aufpassen. 60 ist ja hier erlaubt. Und für die Leute, die aus Hamburg kommen, schreibt mal gerne rein, ne, wie ihr die Umsetzung hier findet oder wenn ihr auch selber schon mal in Hamburg wart. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Also sehr, sehr detailliert. Ich kann es nur so bestätigen. Ich war auch selber die letzten 2 Jahre immer, so im Oktober, November, war ich selbst in Hamburg und kann das auf jeden Fall bestätigen, dass das sehr, sehr realitätsnah und super gut und sehr detailliert auch umgesetzt wurde. So, jetzt haben wir Ausstieg rechts. Wir bremsen mal runter hier. Und kommen dann gleich hier vorne quasi zum Halt. Ja, ein bisschen früher. Ist aber nicht schlimm. So, da geben wir die Türfreigabe rechts. Das heißt, hier sehen wir dann dementsprechend auch, ja, wie die Leute einsteigen. Die Türen öffnen sich. Das wird hier im Display auch angezeigt. Da seht ihr das. So, hier schließen sich die Türen wieder langsam. Und dann können wir quasi hier direkt auch wieder dementsprechend weiterfahren. Ne? Wir haben natürlich ja auch die Möglichkeit, das wurde mir vorhin, wurde mir auf jeden Fall auch nochmal erklärt, dass man hier quasi, wenn man die Taste gedrückt hält, auch eigene Ansagen kommt. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt selber höre. Irgendwie nicht. Aber okay, gut. Muss ich nochmal testen. So, wir fahren weiter. Und setzen unsere Fahrt fort mit dem nächsten Halt. Das muss ich nochmal testen oder vielleicht kann man noch irgendwas einstellen. Nächster Halt, Hamburger Straße. So, Hamburger Straße. Ist dann der nächste Halt. Es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ich bleibe schon mal hier auf meine 56. Wir können natürlich noch ein bisschen hoch beschleunigen. Und es sieht wirklich sehr, sehr toll aus, ne? Also kommt richtiges Hamburger Feeling auf. Oh, da muss ich jetzt aber mal richtig in Eisen.
Sehr schön. Ihr könnt auch das Ibis da unten bedienen, wenn ihr das möchtet. Jetzt müssen wir noch ein Stückchen weiter. Bisschen zu früh gebremst. Die Hamburger Straße. So, das passt. So, Türfreigabe. Da kommt der Gegenläufer. Ihr seht schon, es ist sehr stark frequentiert. Das heißt, man kommt hier sehr schnell von A nach B. Und ich muss mal... Ich teste das jetzt nochmal. Test, Test, 1, 3. Dies ist eine Ansage. Nee. Muss ich nochmal testen. Vielleicht habe ich auch das Falsche ausgewählt. Das kann natürlich auch sein, das falsche Mikro oder irgendwie so. Vielleicht kann ich das im Menü noch machen. Aber hier soll man eigene Ansagen quasi durchsagen können. Hier haben wir nochmal das Ibis. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da könnt ihr dann die Züge dementsprechend einstellen. Und hier oben rechts habt ihr dann einen Plan, wo ihr Start und Ziel eingeben könnt mit den jeweiligen Ibis-Codes. Ne? Das vielleicht auch nochmal dazu, wenn ihr im Expertenmodus unterwegs seid. So, dann würde ich sagen, schließen wir mal alles und fahren mal weiter. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu spät dran, dass hinter mir einer aufläuft. Ne? Nee. Sehr gut, Ausstieg rechts. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Wobei, war jetzt eine kleine Passage. Das geht eigentlich noch. Da vorne ist schon der nächste. Halt, sind immer kurze und kompakte Linien. 80 km/h fährt das Gerät hier maximal, der DT5. Also die Straßenbahn bzw. die Hochbahn. Und auch die Sounds hören sich sehr, sehr realitätsnah an. Und es macht halt wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß, hier auch ranzufahren. Ne? So, jetzt müssen wir die Türfreigabe noch machen. Dann gucken wir uns das auch mal an, dass die Leute einmal einsteigen. Guck mal, die drücken jetzt auf, dann setzen die sich auch hin. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Guck mal, da sitzen sie auch schon. Jetzt gehen die Türen wieder zu. Und dann können wir jetzt quasi hier unsere Fahrt dementsprechend weitermachen. Wir nehmen mal die Türfreigaben, die schließen wir mal alle und dann fahren wir weiter. So. Oder auch nicht. Jetzt. So. Weiter geht's. Bis 80 km/h können wir fahren. Richtung Ulanstraße. Und wir fahren auf jeden Fall dann auch noch an den Landungsbrücken vorbei und so weiter und so fort. Und nähern uns dann, ja, quasi diesem Hotspot, ne? Landungsbrücken, St. Pauli, Elbphilharmonie, wo wir vorbeifahren, Baumwall, alles die Ecke, da Richtung Speicherstadt runter. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Und zu der Zeit, wo ich damals in Hamburg war, glaube ich, das war letztes Jahr, war die Linie sogar ein bisschen, jetzt sind wir ein bisschen zu weit vorgefahren, war die Linie die ist, glaube ich, gefahren nur bis Baumwall. Das heißt, die ist nicht komplett die ganze Richtung gefahren. Und wegen Bauarbeiten, ne? Ah, guck mal hier auch, das Ganze drumherum, ne? Es sieht halt wirklich einfach schick aus. Und wenn euch das Spiel auch kaufen wollt und euch das hier gefällt und auch noch weitere Folgen sehen wollt, ja, gerne Däumchen da lassen. Schreibt auch mal gerne eure Meinung dazu rein, wenn ihr das Video komplett gesehen habt, sodass wir dementsprechend, da auch noch weitere Folgen sehen. Ne? Wenn die Szenarios kommen, gucken wir uns das natürlich auch an. Das werden wir auch nochmal durchspielen. Wie gesagt, ein Expertenmodus werden wir uns auch nochmal anschauen. Aber es ist auch alles hier komplett bedienbar. Ne? Nächster Halt, Lübecker Straße. So, auf zu Lübecker. Ausstieg. Oh, da geht es gleich in 30 runter. Da müssen wir ein bisschen. Können wir noch mal ein bisschen Gas geben hier? Jetzt lassen wir einfach mal ein bisschen rollen. Bremsen hier mal runter. Zum Beispiel ein unterirdischer Haltepunkt. Ne, deswegen auch Subway. Ne, es ist zwar vorwiegend eine Hochbahn. Geht natürlich auch am Hauptbahnhof vorbei, das Ganze hier. Aber es gibt auch unterirdische Stationen, deswegen Subway Sim Hamburg.
So, haben wir es jetzt diesmal so einigermaßen getroffen? Ja, sieht gut aus. Türfreigabe rein. Das heißt, die Leute können jetzt hier auch einsteigen. Da sehen wir, die Türen gehen auch auf. Ausstieg rechts. Man kann sich hier auch komplett durchklicken, ne? Dauerlicht, Automatik. Ihr könnt das auch einschalten. Ihr könnt dann hier wieder zurückgehen. Das heißt, ihr habt ja auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, die ihr euch dort noch einschalten könnt, ne? Von Heizung und so weiter. Da können wir mal auf Modus stellen, hier auf Automatik. Entfeuchtung einschalten, Nischenheizung und so weiter und so fort. Müsst ihr euch einfach mal in Ruhe mal anschauen. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, diese ganze Strecke hier zu erkunden, ne? So, weiter geht's. Das heißt, jetzt geht's wieder hier an die frische Luft. Wir brauchen gar nicht so groß beschleunigen. Berliner Tor. Übergang zu U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. Mitgeliefert wird, wie gesagt, die Ringlinie. 45 Minuten Fahrt. Die gucken wir uns heute hier so ein bisschen an. Und das ist auf jeden Fall schon mal jede Menge, ne? Inwieweit das Ganze dann noch sich erweitern wird und so weiter, muss man einfach mal im Auge behalten. Wir müssen jetzt hier auf 30 herunterbremsen. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen rollen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es natürlich jetzt hier auch bergab geht. Und auch dieser Lichtschattenwechsel, ne, sieht halt auch wirklich sehr schick aus. Ah, ja, wir sind zu schnell. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es ist ja halt recht eng. Ja, noch mal ein bisschen Gas. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Man hat ja auch Nebengleise, die man dann auch noch anfahren kann. Man kann auch die Fahrtrichtung wechseln und viele weitere Dinge. Also da habt ihr wirklich sehr, sehr viel Möglichkeiten. Könnt euch natürlich auch frei bewegen. Könnt auch aus dem Zug hier aussteigen. Oder aus der Tram. Oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Berliner Tor sind wir jetzt hier. Und dann machen wir mal die Türen wieder auf. Die Leute steigen ein und aus. Ne, Signale haben wir natürlich auch verbaut. Man hat auch noch Nebengleise, wo man dann im Tunnel quasi starten kann. Und ja, viele weitere. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, wir setzen unsere Fahrt fort. Weiter geht's. Ab zum nächsten Halt. Bis 30 hoch beschleunigen. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. So, jetzt sind wir im Hauptbahnhof, Leute. U1, U2, U4 zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg links. Ausstieg links, meine Damen und Herren. So, danach kommt dann Mönckebergstraße, das Rathaus, ne, Baumwall und dann geht das Landungsbrücke in St. Pauli und so weiter und so fort. Also das wird definitiv immer schöner werden. Das heißt, hier haben wir jetzt die unterirdischen Parts. Teilweise auch oberirdisch. Und dann geht es dann gleich wieder schön über, ja, quasi die ganzen weiteren Punkte. Auch die Beleuchtungen hier, die sind halt wirklich original, ne? Also ich bin die ganze Strecke ja gefahren, wo ich in Hamburg war. Und das kann man wirklich so sagen, dass halt wirklich alles 1:1 umgesetzt wurde. So, jetzt fahren wir langsam in den Hauptbahnhof rein, beziehungsweise Hauptbahnhof Süd. Da Mönckebergstraße, ne, Mönckebergstraße, sorry. Da kann man sehr gut einkaufen gehen. Und es ist halt wirklich auf jeden Fall auch mal eine Reise wert. Und wer jetzt nicht unbedingt nach Hamburg fahren möchte, sondern einfach hier ein bisschen Sightseeing machen will, der kann das natürlich hier in dem Simulator natürlich auch machen. Auf jeden Fall sehr, sehr viele ikonische Sehenswürdigkeiten, die wir hier haben. Ne? So, da sind wir. Bremsen wir mal langsam ab hier. Wir können uns auch gerne mal den Hauptbahnhof jetzt hier nochmal angucken. Das heißt, wir steigen jetzt hier einmal kurz aus. Können wir ja ruhig mal machen. Man kann sich ja den Fahrplan halten oder auch nicht. Da hat man eine spezielle Freiheit. Mit E könnt ihr aufstehen. Mit E könnt ihr dann auch hier die Tür aufmachen.
und könnt euch hier auch frei bewegen. Ne? Das heißt, ihr könnt ja auch rumlaufen, könnt auch in den Fahrgastraum gehen. Und das ist wirklich sehr, sehr detailliert gestaltet. Ne? Guckt mal hier, dann auch die Bezeichnungen, um euch das nochmal so ein bisschen zu zeigen. Ne? Selbst hier die, die Fahrpläne und so weiter, das steht ja auch da. Kircheallee, Steindamm. Alles wirklich sehr, sehr schick gemacht. Ne? So, Türfreigabe ist eigentlich da. Ich weiß nicht, warum die junge Dame da jetzt nicht einsteigt. Vielleicht wartet sie auch auf den nächsten Zug. So, wir gehen mal wieder rein hier. Mache die Tür mal wieder zu. Zack. Nehmen wir wieder Platz. Und, ja, nehmen die Türfreigabe mal wieder raus. Müssen ein bisschen warten. Und dann fahren wir weiter. Nächster Halt ist dann, ja, Mönckebergstraße, ne? Und da geht's ja wieder quasi raus. Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. So, wir dürfen mit 80 fahren, das heißt, let's go. Aber in 800 Metern schon wieder 40. Da muss man halt immer so ein bisschen, ja, so einen kleinen Flow finden, wie man das Ganze am besten fährt, ne? Langsam abbremsen. Und da geht es dann hoch. Da kann man ein bisschen shoppen gehen, ne? Huch. Kommen wir rechtzeitig zum Stehen. Jo, das geht. Sehr schön. Türfreigabe rechts. Da steigen die ganzen Leute ein. Und es sieht auch wirklich genau so aus, ne? Sehr, sehr schön. Ne, Schlump, Barmbek, auch die Anzeigen sind halt original. So, da können wir das schon mal rausnehmen. Wir können das nehmen. Und dann fahren wir weiter. So, jetzt wird es gleich ein bisschen langsamer. Das ist so eine kleine Passage. Jetzt geht's zum Rathaus. Alstertouristik, sehr geil. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr mal in Hamburg seid. So, nach dem Rathaus geht's dann wieder raus an die frische Luft. Und dann sehen wir dann auch wieder ein bisschen, ja, quasi das Highlight hier, ne? Baumwall, Landungsbrücken, St. Pauli, Sternschanze und so weiter und so fort. Wirklich tipptopp gemacht. So, Türfreigabe. Da steigen die ganzen Leute wieder aus. Die Unreal Engine 5 kann halt auch schon wirklich, wirklich jede Menge. Komm, mach zu hier. So, wenn alle Türen geschlossen sind, können wir weiterfahren. Da vorne sehen wir auch ein Schild. 40. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir können natürlich schnell beschleunigen, aber jetzt nicht zu schnell. Nächster Halt, Rödingsmarkt. Ach, Rödingsmarkt fahren wir jetzt. Ah, okay. Stimmt, Rödingsmarkt kommt noch dazwischen. Habe ich ganz vergessen. Stimmt, danke, Bauwall. So war das. So, jetzt geht es gleich drei. Ah, hier fahren wir aber schon wieder raus. Guck mal. Ach, typisches Hamburger Stadtbild, ne? Fahren wir langsam. Jetzt geht es hier ein bisschen wieder hoch. In diesen Hochbahntrakt. Muss mal ein bisschen Gas geben. Aber halt so ein bisschen spielen, ne? Mit dem Gas. Und jetzt sind wir wieder draußen, ne? Ach, guck mal, hier ist diesen schönen Part. Auch diese Hochbahnhöfe, ne? Die sind halt einfach wirklich richtig toll. So. Na, ein bisschen zu weit. Aber ist nicht schlimm, ne? Wir sind ja noch in Ausbildung hier, ne? Dann dürfen wir gleich wieder 50 fahren. So, da schließen die Türen auch wieder. Und dann
können wir direkt ja, weiterfahren. Und jetzt geht es rüber zum Baumwall. Da haben wir dann dahinter auf der linken Seite gleich Speicherstadt. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Bisschen zu schnell. So, da sind wir. Baumwall. Hier hinter uns die Speicherstadt. Auch das Dungeons und die dementsprechende, wie heißt denn das noch? Miniatur Wunderland zum Beispiel. Ne? Und jetzt sehen wir hier quasi auch schon den Hafen. Den Hamburger Hafen. Wirklich sehr toll gemacht. Wir schwenken gleich nochmal kurz raus und gucken uns die ganzen Details an, die wir hier haben. Also ist wirklich Wahnsinn, ne? Wie viel Sehenswürdigkeit man hier sieht, ne? Wir machen das Ganze mal auf hier. Dann gehen wir mal in die Außenansicht, ne? Wir haben hier natürlich die Elbphilharmonie, ne? Die haben wir hier mit dabei. Da hinten Speicherstadt, das hier vorne ist das Dungeons und dann auch Miniatur Wunderland. Da hinten haben wir noch richtig geile Kaffeerösterei Berg, kann ich jedem mal empfehlen. Hier drüben haben wir halt ja, die Stage-Geschichten mit, ich glaube, da läuft aktuell, da war ich auch schon drin. Hier ist König der Löwen, hier ist das Eiskönigin-Ding. Dann haben wir hier die verschiedensten Schiffe. Ich kenne jetzt die genaue Bezeichnung der Schiffe nicht. Hier Rigmarsson und irgendwie noch ein Schiff. Und auch hier die rechte Seite am Baumwall. Das ist halt wirklich 1:1 umgesetzt und ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Also ist wirklich toll. Und auch die Elbphilharmonie. Da war ich auch auf der Plattform da oben. Und das ist wirklich hoch, ne? Und bei Nacht sieht das Ganze natürlich auch nochmal viel, viel cooler aus. Damals, wo ich mit meiner Frau hier in Hamburg war, haben wir auch eine schöne Tour gefahren. Und jetzt kommen wir zu den Landungsbrücken. Und da sind wir auf jeden Fall einmal quer hier durch den Hafen gefahren. Und da war auch dieses große Containerschiff gerade vor Ort. Und das konnte man sich anschauen, ne? Das ist, glaube ich, jetzt hier so ein Escape Room. Ist, glaube ich, hier drin, in diesem... war das in dem oder war das in dem anderen? Oder war das hier? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Hier unten ist dann hier die Passage. Da hat man hier das... Ich glaube, das ist Alex hier vorne. Ich achte jetzt mal nicht so auf die Fahrt. Und da haben wir die... hier die Rigmarsson. Ne, Rigmarsson, so heißt die, so. Rigmarsson vor allem, ja. Son. sorry, wenn ich da jetzt nicht die korrekte Bezeichnung genannt habe. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt sind wir hier an den Landungsbrücken und das gucken wir uns auch mal an. Da gibt halt immer viel zu erzählen hier, ne? Wenn man jetzt hier unterwegs ist. Ich guck mal, kann ich jetzt hier weiter rauszoomen? Ah, sehen wir jetzt nicht hier so. Nicht so wirklich. Aber wir fahren gleich da weiter. Das heißt, wir sind jetzt direkt an den Landungsbrücken, kann dann auch direkt umsteigen. Da gibt es ja diese On- und Hop-Tours. Wo man dann auch durch Hamburg fahren kann. Kann ich auch jedem empfehlen, mal so eine Rundfahrt zu machen. Und da sehen wir jetzt hier die Landungsbrücke mit Schiffen vor Ort und so weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr schick, ne? Der ganze Bereich hier. So, jetzt sind wir in St. Pauli, Leute. Auch sehr beliebt, ist eine unterirdische Halt. Und da geht es dann weiter, ne, Richtung Feldstraße, Sternschanze und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was man dort an Strecke sieht. Und die Landungsbrücken sind definitiv das Highlight. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und St. Pauli sollte hier ein Begriff sein, ne? David-Wache zum Beispiel, da kennt der eine oder andere vielleicht. Oder eben halt auch die, ja, Flaniermeile, ne? St. Pauli, grundsätzlich ein eigenes Flair. Und, ja, da haben wir den Bahnhof. Direkt. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also ich finde es wirklich toll und es ist wirklich sehr gut umgesetzt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und es macht auch wirklich sehr viel Spaß, hier unterwegs zu sein. Auch die ganzen Sounds hier von der Hochbahn. Halt auch recht gut gemacht. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. So, Feldstraße.
Heilige Geistfeld, glaube ich, auch genannt. Und dann geht's zur Sternschanze. Und dann geht's halt weiter. Ich fahre ein bisschen schneller, ich dürfen auch 80 fahren. Gehen wir ein bisschen Stoff. Also viele, viele Sehenswürdigkeiten, die ihr mitnehmen könnt. So, wir bremsen hier mal. Wollen wir aber ein bisschen zu schnell, oder? Ja, es geht noch, es geht noch. Sollte passen. Also die Bremsen hier, also das Bremsverhalten der Hochbahn ist sehr, sehr direkt. Also da, das geht sehr, sehr fix. Und er fährt quasi einmal im Ring. Ne? Das heißt, wir fahren dann über Sternschanze, Hohe Luftbrücke, Eppendorfer Baum, Kellinghusenstraße und dann geht es Richtung Bamberg, Saarlandstraße, Borgweg und so weiter. Borgweg fährt, glaube ich, sogar, das kenne ich noch aus dem Umsi von damals, da fährt sogar fahren sogar Buslinien hin. Ich glaube, die gab es damals sogar. Diesen Hamburg-Hafen-City-Add-on. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber mittlerweile, wo wir grafiktechnisch sind bei den Games, das ist schon sehr krass, wenn man mal überlegt, wie reell das Ganze mittlerweile hier schon aussieht. Ne? Das ist schon wirklich Wahnsinn. Auch die Tunnelfahrten hier sehr schön. Auch mit der Belichtung, mit dem Belichtungswechsel. Das sieht halt auch sehr gut aus. Und der Expertenmodus gibt halt noch ein bisschen mehr her. Da könnt ihr hier noch ein bisschen mehr einstellen. Das gucken wir uns heute Abend im Stream an. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust habt, ab 19 Uhr live. Dann werden wir noch mal ein bisschen hier auch ein bisschen Sightseeing machen, an den Landungsbrücken auch mal aussteigen, uns das mal angucken. Wenn ihr das ja auch mal sehen wollt, auf YouTube gerne in die Kommentare, ne? Dann würde ich da mal ein bisschen rumlaufen. Und würde euch das da auch noch mal ein bisschen näher bringen, dass wir dann mal kurze Pause machen und dann da auch mal uns die ganzen Dinge anschauen. So, zack. Auch hier mit den ganzen, an der Sternschanze, ne? Das ist halt auch wirklich richtig nice gemacht. Und es sieht halt wirklich 1:1 genauso aus. So, die Türen sind noch geöffnet. Wir können mal hier kurz einen Blick reinwerfen. Ausstieg links, kann man ansagen. Ja, hier haben wir auch nochmal Video eingeschaltet. Man kann die Kameras durchschalten. Und so weiter und so fort. Wenn man das möchte natürlich. Und hat also halt auch hier dementsprechend jetzt noch keine Funktion. Eine Rückstellfunktion wird es, denke ich mal, irgendwann auch mal geben. Hier kann man das Ganze aufrüsten. Hat jetzt im Fahrplanmodus keine Relevanz. Deswegen ist das eher unrelevant. So, weiter geht's. Hohe Luftbrücke kommen wir jetzt. Nächster Halt, Schlump. Übergang. Ah ne, ist schon Schlump. Ach, wir sind schon Schlump. Stimmt. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gut, Leute. Würde ich sagen, halten wir hier mal an. Geben die Türen frei. Und dann sind wir auch erstmal am Ende der Folge angekommen, würde ich jetzt sagen. Jetzt geht es wieder Richtung Bamberg. Ne, das heißt, wir fahren wieder weiter. Ansonsten schreibt mir aber gerne eure Meinung rein, wie ihr hier den Subway Sim Hamburg quasi wie er euch gefällt. Ne, wie ihr die Umsetzung, wie euch die gefällt. Ich finde sie auf jeden Fall sehr schön, sehr detailliert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Ich drehe jetzt einfach noch ein paar weitere Runden. Heute Abend im Livestream werden wir dann noch mal ein bisschen weiterfahren. Ne, das Spiel kommt am 16.05. raus. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage einfach mal, ja, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.